Happy New Year, Leute! Wir haben wieder ein Jahr abgeschlossen und natürlich endet es in einem großen Feuerwerk, welches ich verpasst habe. Ich war auf der Couch, habe ein bisschen Netflix geguckt, aber ich möchte auch nur kurz anmerken, ich wünsche euch ein schönes, gesundes, neues Jahr. Wir schreiben den 01.01.2019. Happy New Year, ihr Wisst ihr, ich habe mir vorgenommen, mit irgendwas Erster zu sein dieses Jahr. Und dieses Jahr bin ich der Erste, der euch beleidigt. Boy, if you don't get... Wir spielen heute jedenfalls Trollface Quest USA Adventures. Der Name ist verdammt lang. Das war extrem schwer auszusprechen. Und ich glaube wirklich, zu dieser Art von Spielen muss ich nicht viel sagen. Wenn ihr sowas nicht kennt, dann... Ich kann euch nicht weiterhelfen. Dann hast du, wohl oder übel, ein verdammtes Problem. Und ich verstehe, das ist eine Anspielung auf... echte Charaktere. Ups, schade, dass ich jetzt nicht dein Unterhöschen gesehen habe. Was genau können wir jetzt hier machen? Ich glaube, es ist die Mission, ihr Unterhöschen zu sehen. Persönlich bin ich ja einer von der geraden Sorte, von daher habe ich kein Problem damit, ihr Unterhöschen zu sehen. Wenn ich wissen würde, was man klicken muss, eventuell, wenn ich... Was zur Hölle? Was war das? Ein verdammtes UFO. Aber ich habe ehrlich gesagt immer noch nicht ihr Unterhöschen gesehen. Vielleicht, wenn wir ein... Die verdammten Ninja Turtle, wirklich? Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Was ist das hier? Ich glaube, das hier hat irgendwas mit Apple zu tun. Das hier ist Steve Jobs und das hier ist eventuell Donald Trump und seine Tochter. Seine Tochter ist verdammt heiß. Was genau können wir jetzt... Okay. Also kurz gesagt, sollen wir uns merken, jongliere nicht mit verdammten Handys. Was zur Hölle soll ich dann tun? Er sagt nein zu $1. Okay, der Typ ist verdammt nochmal reich. Was haben wir hier noch? Den Wassereimer. Wir sollen doch irgendwas mit den Handys tun. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Soll ich das vielleicht auffangen? Ich bin überfordert. Das ist das verdammte iTroll 13. Eventuell, wenn wir auf das Handy draufklicken, muss ich irgendwas in der Zeit tun. Oh Gott. Ich kann damit nichts tun. Wir sollen das hier gedrückt halten. Was zur Hölle ist das? Ich weiß es ehrlich. Wieso zur Hölle habe ich nicht so eine verdammte Maschine? Wie geil ist das? Entschuldigung, könnte ich so eine Maschine auch gebaut bekommen, bitte? Haben wir das Level jetzt geschafft? Ich meine, alle sind glücklich. Er hat ein verdammtes Handy mit einem Scheißhaufen drauf. Wer könnte da nicht glücklich sein? Ich meine, ich würde mich ja mies verarscht fühlen. Alter, deine Nasenhaare sind nicht von dieser verdammten Welt. Ja, genau du, mein Freund. Okay, ich weiß nicht wirklich, was wir tun sollen. Wir können auch nicht ziehen oder sonst was. I troll you. Ich hoffe mal nicht. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht wirklich, was wir tun sollen. Nein! Ist das dein verdammter Ernst, mein Bruder? Oh Gott. Ja. Das ist verdammt ekelhaft. Alter, da ist... sein verdammter grüner Schnodder dran. Das hier ist Ronaldo. Und ich glaube, wir müssen ein Tor machen. Das sollte er doch easy schaffen. Ich meine, da ist nicht mal ein Torwart drin. Ist das dein verdammter Ernst? Das Tor ist genau da. Es ist frei. Oh, ich muss auseinanderziehen. Okay. Du willst Fußball mit deinem verdammten Football spielen? Das... Boy, if you don't get... Das war aber nicht regelkonform. Für das nächste Level müssen wir nur eine illegale Glücksspielwerbung schauen. Yay, ich habe das nächste Level freigeschaltet. Level Nummer 5. Und ich schätze mal, das hier ist die Apollo. Was genau können wir jetzt hier tun? Wir sind ja auf dem Mond gelandet. Ich glaube, das ist Neil Armstrong und er muss seine Rede erstmal halten. Deswegen lassen wir es jetzt einfach mal gedrückt. Mann! Wie kann man auch nur so verdammt blöd sein? Was kann ich denn sonst tun? Vielleicht kann ich ziehen. Komm schon, bitte. Nein, es funktioniert nicht! Er fällt jedes verdammte Mal runter! Restart. Zeig her, können wir vielleicht irgendwas anderes klicken? Vielleicht nach oben ziehen, damit das Ding wieder zurückfliegt? Es funktioniert einfach alles nicht. Ich benutze einen Hinweis. Das ist nicht dein Ernst, oder? Wir sollen zur Seite... Das muss ich nicht erklären. Es tut mir leid. Das ist mir durch. Und irgendwie, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das auch ein kleines bisschen schwul.
Please rotate your device to enjoy the experience. Ich hoffe, dir ist klar, ich spiele mit dem PC. Und dazu ist auch noch verarscht, es funktioniert gar nicht. Okay, ich habe keinen Plan, wie das jetzt funktionieren soll. Du brauchst doch gar nicht zu klopfen, du kannst das Ding einfach einschlagen. Hulk darf nicht traurig werden, sonst macht er sich auf die Toilette. Vielleicht kann ich das Toilettenhäuschen nach oben ziehen, zur Seite ziehen, zur anderen Seite ziehen, auf die Symbole hier oben draufklicken. Oh Gott, das funktioniert alles nicht. Also was genau können wir tun, um Hulk glücklich zu machen? Ich glaube, hier benutze ich einen Hinweis. Wir sollen auf Hulk draufklicken, ganz schnell. Oh, darauf wäre ich... Wieso zur Hölle bin ich da auf der Toilette? Ey, yo, Hulk, ist das dein verdammter Ernst? Oh, du willst mir nicht sagen, das war alles... Wow. Eins kann ich jetzt sagen, mit Hulk ist irgendwas nicht in Ordnung und ich weiß nicht was. Ja, mein Freund, du hast eine ziemlich coole Popo-Klappe. Kann ich die vielleicht öffnen? Nein, das funktioniert nicht. Auf den Schlagmann kann ich auch nicht draufklicken. Theoretisch nur auf den Wurfmann. Wie geil ist das denn? Ich liebe diese verdammten Troll-Games. Es passieren einfach Sachen, mit denen du niemals gerechnet hättest. Als normaler Mensch jetzt. Was zur Hölle ist das hier? Ist das Michael Jackson? Das ist sogar Michael Jackson. Aber was zur Hölle soll ich jetzt mit dem Haufen tun? Ich werde da noch wohl oder übel... Oh Gott, so hat das Level also funktioniert. Und ich habe wirklich eine Ewigkeit gebraucht. Der verdammte Moonwalk, Alter, wie kann ich nicht darauf kommen? Der ist klar, du moonwalkst irgendwie gerade im Kreis. Für das nächste Level muss ich eine Werbung schauen, aber das passt. Ich muss auf die Toilette. Metro Trollwin Meyer, Level Nummer 9. Zeig mal her, was kann ich... Oh, ich liebe dieses verdammte Geräusch. Was genau sollen wir jetzt hier aber tun, ist die Frage. Auf das T kann ich nicht draufklicken, den Löwen da... Okay, ich weiß nicht wirklich, was das Spiel gerade mit mir hat. Wieso zur Hölle tun die jedes Mal mich dahin? Oh. So wäre das Zeichen auch ziemlich geil geworden. Level complete, nächstes Level. Und ich glaube auch fürs erste unser letztes Level. Das Rätsel hat mich ehrlich gesagt ein kleines bisschen mehr Zeit gekostet, als ich gedacht habe. Und ich weiß, man könnte auch theoretisch die Komplettlösung einfach angucken. Aber sowas mache ich nicht. Das ist total loserhaft. Oh Gott, ich kann die doch austrinken. Wie zur Hölle habe ich das gerade gemacht? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das war ziemlich gut von mir, oder? Level complete. Ich habe nicht mal Plan, was wir gerade getan haben. Aber Leute, ich denke mal, ich beende jetzt hier erstmal die Folge. Wenn ihr mehr von mir in diesem Spiel sehen wollt, Hashtag mehr in die Kommentare. Like und Abo nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.